Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Heute löse ich meine Wettschuld aus dem Subbattle gegen Raphael Claude ein. Ich werde ein ganzes Video über Schachwitze machen. Viel Spaß damit. Ich habe mir überlegt, einfach hier nur Schachwitze zu erzählen. Ist ein bisschen langweilig. Wieso machen wir nicht eine Du darfst nicht lachen Challenge daraus? Ich habe insgesamt 4 Abonnenten von mir gefunden, die sich hier bereit erklärt haben, in diesem Video mitzumachen, die in Bild zu sehen sind. Ich werde hier gleich Schachwitze vorlesen und die Challenge ist es, nicht zu lachen. Wer lacht, fliegt raus. Gleich vorneweg, es gab ein paar technische Probleme. Wie so oft bei so Videos mit Konferenzen und so ist nicht alles immer ganz einfach. Ihr werdet gleich sehen, der Christoph unten rechts war nicht zu hören. Alles, was wir probiert haben, hat nicht geklappt. Deswegen werde ich ihn vorstellen, die anderen Leute stellen sich selbst vor. Dann hatte ich Probleme bei der Aufnahme mit dem Ton. Es ist ein bisschen nachsynchronisiert. Nichtsdestotrotz, schaut es euch an. Es geht hier um die Schachwitze und erzählt mir mal, welchen Schachwitz ihr gut fandet in den Kommentaren und auch, ob ihr vielleicht selbst noch einen guten habt. Viel Spaß mit diesem Video. Hallo, ich bin der Christian, 35 Jahre alt und auf Leeches Astrobat 19. Hallo, ich bin der Sebastian, ich bin 17 Jahre alt und auf Leeches kennt man mich als Dr. Wagner Wagner. Hallo, ich bin der Ruben, auf Leeches kennt man mich als der Mastermind, wie auch auf Discord und ich bin ein Stream-Moderator vom Schachpanda. Ja, und den Christoph unten rechts stelle ich vor wegen seiner Mikroprobleme. Christoph, 41 Jahre aus Stuttgart, man kennt ihn als Wolkenstürmer im Discord und auf Leeches. Los geht's! Erstmal Mundmuskeln trainieren, damit die sich nicht bewegen. Okay, es geht los mit einem absoluten Klassiker. 2 Blondinen wollen Schach spielen. Die eine fragt, hast du die Regeln im Kopf? Die andere darauf, wieso? Blutig aus der Nase? Hätte mich auch gewundert, wenn da ein Lacher kommt. Den kennt doch wahrscheinlich jeder mittlerweile. Der zweite Witz, es geht langsam los. Ich hatte ein Abendessen mit Garry Kasparov. Das Problem war das karierte Tischtuch. So dauerte es 2 Stunden, um ihm das Salz zu reichen. Auch hier kein Lacher. Wir machen weiter. Eine Frau betritt eine Buchhandlung. Ich hätte gerne ein Schachbuch, bitte. Eine Überraschung für ihren Mann? Ja, sicher, denn eigentlich hat er sich ein neues Auto gewünscht. Hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn bei diesen ersten 3 Witzen ein Lacher kommt. Es gibt nicht so viele gute Schachwitze und deswegen muss man hier nehmen, was kommt. Aber ein paar habe ich noch in petto. Wir machen weiter. Mhm. 3 Verrückte spielen Karten, sagt der Erste. Schach, sagt der Zweite. Kontra, da fragt der Dritte. Seit wann gibt's denn bei Halma Elfmeter? Auch ein Klassiker. Reiß dir keinen vom Hocker, wir machen weiter. Treffen sich 2 Freundinnen. Du, Susi, mein Mann schlägt mich jeden Abend. Das ist ja schrecklich, Heike. Du musst dich sofort von ihm trennen. Meinst du, dass er dann mit dem Schachspielen aufhört? So langsam wird Zeit hier für den ersten Lacher. Ein Mann sitzt in einem Park am Freiluftschach und spielt Schach gegen seinen Hund. Viele Leute kommen vorbei, schauen sich das eine Zeit lang interessiert an und dann sagt einer zum Mann, was für ein intelligenter Hund. Ach nö, sagt der Mann, so intelligent ist er auch wieder nicht. Schließlich führe ich 3-1 gegen ihn. Oh, lieber Christian, ich glaube, das muss ich als Lacher werten. So viele Witze haben wir hier nicht und da muss ich nehmen, was ich kriege. Vielen Dank für deine Teilnahme. Wir machen weiter. Meine Frau sagt, wenn ich morgen zum Schachturnier gehe, wird sie meine Kinder nehmen und mich verlassen. Und? Was wirst du tun? Na, erstens E4, wie immer. Scheiße, okay. Das war eindeutiger. Lieber Sebastian, auch dir vielen Dank. Wir machen weiter mit dem Finale. Ruben gegen den mikrofonlosen Christoph. Ein Schachmeisterstab.
Nach ein paar Tagen hörte einer seiner Freunde eine Stimme. Der Schachmeister war es. »Wie ist es? Wo bist du jetzt?« fragte er. »Was willst du zuerst hören? Die gute oder die schlechte Nachricht? Sag mir die gute zuerst.« »Nun, es ist wirklich himmlisch hier. Ständig gibt es Turniere und Blitzrunden. Und Morphy, Aljechin, Laska, Tal, Capablanca, Botvinnik, sie alle sind hier und du kannst gegen sie spielen.« »Fantastisch«, fragte der Freund. »Und was ist die schlechte Nachricht?« »Du hast am Samstag schwarz gegen Capablanca.« Das reicht nicht für einen Lacher. Wir machen weiter. »Die schönsten Stunden in meinem Leben verdanke ich dem Schach«, bekennt Frau Müller vor einer Freundin. »Warum?«, fragt die Freundin erstaunt. »Du spielst doch gar keinen Schach.« »Ich nicht, aber mein Mann.« Auch der kann euch hier nicht vom Hocker hauen. Es wird langsam knapp, aber zwei habe ich noch. Treffen sich zwei Freunde. Sagt der eine zum anderen, spielen wir eine Partie Schach? Sagt der andere, tut mir leid, aber meine Frau ist vor einer Woche verstorben. Sagt der andere, na dann spielst du halt mit Schwarz. Auf den habe ich so ein bisschen gesetzt. Ja, er ist makaber. Aber es hat euch ja auch nicht vom Hocker gehauen. Deswegen weiter geht's. Ein Witz, den ich sehr schön finde. Ein Schachspieler bekam den Preis für die beste Partie des Turniers und gab ein Telegramm nach Hause auf, in dem er stolz verkündete, er habe den Schönheitspreis gewonnen. Das Mädchen am Schalter betrachtete ihn leicht erstaunt und meinte, als er gegangen war zu ihrer Kollegin, da möchte ich nicht wissen, wie erst die anderen ausgesehen haben. Auch der reicht nicht und dann muss jetzt der Joker her. Ein längerer Witz. Los geht's. Ein Schachspieler geht in einer Matchpause am kalifornischen Strand spazieren und stolpert über eine verschmutzte Flasche. Er hebt sie auf, reibt an ihr und schon kommt ein Geist aus der Flasche. Der Geist sagt, okay, okay, du hast mich befreit, bla bla bla. Das ist bereits das vierte Mal in diesem Monat und mir geht diese ewige Wünscherei echt auf den Senkel, also vergiss das mit den drei Wünschen. Einen hast du frei. Der Schachspieler setzt sich hin, überlegt kurz und sagt, ich wollte schon immer mal nach Hawaii, aber ich habe Angst vor dem Fliegen und ich werde schnell seekrank. Könntest du mir nicht eine Brücke nach Hawaii bauen, damit ich mit dem Auto dorthin kann? Der Geist lacht und sagt, das ist unmöglich. Denk doch mal an den Aufwand, wie können die Stützen bis auf den Grund des Pazifiks gebaut werden? Und denk an die Unmengen Stahl und Beton. Nein, du musst dir einen anderen Wunsch ausdenken. Der Mann sagte, okay, und versuchte sich einen wirklich guten Wunsch auszudenken. Schließlich sagte er, weißt du Geist, ich spiele seit über 30 Jahren Schach und ich habe noch nie eine Schachpartie gewonnen, weil ich besser als mein Gegner gespielt habe. Bisher waren meine Gegner entweder krank, hatten Pech, waren nicht ausgeschlafen, hatten Stress, keinen guten Tag, dazu einen eigenen Mattzug völlig übersehen oder wurden irgendwie in ihren Überlegungen gestört. Ich möchte einmal gewinnen, nur weil ich besser war. Nur ein einziges Mal, lieber Geist, bitte. Das ist mein bescheidener Wunsch. Der Geist schaute den Mann völlig entgeistert an und erwiderte, willst du die Brücke vier- oder sechsspurig? Der war zu erwarten, das Ende war zu erwarten. Und der Christoph sieht es selbst ein, er hat hier gelacht. Auch dir, Christoph, herzlichen Dank für die Teilnahme. Und damit haben wir ja unseren Gewinner, den Ruben. Herzlichen Glückwunsch, absolut verdient gewonnen. Hier kaum eine Miene verzogen. Vielen Dank auch dir für die Teilnahme. Ich hoffe, ihr habt bei dem Video auch ein bisschen gelacht. Ich fand die Witze nicht schlecht. Es war wirklich schon das Beste, was rauszuholen war. Wenn ihr bessere Witze habt oder überhaupt gute Witze, schreibt sie gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen da und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und ich freue mich riesig, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.